Ein besonders heftiger Sturm wütet im Kriegsjahr 1941 über Deutschland. Der sogenannte Klostersturm. Ihm fallen reichsweit fast 300 Abteien zum Opfer. Darunter auch 30 Klöster in Bayern. Initiator der Klosteraufhebungen sind NSDAP-Reichsleiter Martin Bormann und Reichsführer SS Heinrich Himmler. Klösterliche Einrichtungen, das war den Machthabern schlicht und einfach ein Fremdkörper im System des Nationalsozialismus. Das musste eliminiert werden mit aller Gewalt und Kraft. Klöster, die für das System besonders nützlich waren, nahm man nicht ins Visier. Etwa dort, wo Mönche kriegswichtige Landwirtschaftsgüter bestellten. Oder wo Nonnen Alte und Behinderte pflegten. Einige Ordensschwestern, wie etwa im Kloster Irse im Allgäu, wurden jedoch in Euthanasieverbrechen mit hineingezogen. Es ist sicher so, dass die Ordensschwestern in einen großen Gewissenskonflikt kamen. Sie waren angewiesen worden, diese E-Kost, das war ja sozusagen das Mordinstrument, zu kochen. Und dieses Essen, das schleichend zum Tod führt, ihren Schützlingen vorzusetzen. In einem anderen bayerischen Kloster, der Abtei Metten bei Deggendorf, sagte dagegen der Abt der NS-Diktatur den Kampf an, indem er die geheime Opposition in der Reichswehr unterstützte. Wir untersuchen, wie der Abt von Metten, Corbinian Hofmeister, als Mitglied der sogenannten Schwarzen Kapelle an Attentatsplänen gegen Adolf Hitler mitwirkte. Und noch ein drittes Kloster nehmen wir unter die Lupe. Die Abtei Münster-Schwarzach bei Würzburg. Diese wurde von der Gestapo überfallen, die sich der Klostergebäude und der Wirtschaftsgüter bemächtigen wollte. Doch die Bevölkerung mobilisierte sämtliche Kräfte, um ihre Mönche zu beschützen. Wir begeben uns auf Spurensuche und erforschen. Münster-Schwarzach am 8. Mai 1941. Die Laienbrüder arbeiten in der Ökonomie und in den Werkstätten. Die Patres und der Abt sind in der Kirche beim Gebet. Als plötzlich Polizeiwagen und Busse vor der Abtei halten. Rund 30 Kripo-Beamte der Gestapo drängen bewaffnet in das Kloster. Dort sind Abt und Patres bereits vorgewarnt und auf das Schlimmste gefasst. Mit barschen Kommandos werden die Mönche im Lesesaal zusammengetrieben. Man durchsucht ihre Zellen, durchwühlt das Klosterarchiv und die Bibliothek. Der Abt, Burkhard Utz, wird in seinem Büro festgesetzt, während die Beamten aus Würzburg seine Räume auf den Kopf stellen. Wonach sucht die Gestapo? Was vor rund 80 Jahren in Münster-Schwarzach geschah, lässt sich heute mit Hilfe von Feldpostbriefen, persönlichen Erinnerungen, heimlich aufgenommenen Fotos und anderen historischen Dokumenten genau rekonstruieren. Kaum einer kennt die Akten so genau wie Archivar Pater Franziskus und der Historiker Johannes Mahr. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass die Aufhebung nicht plötzlich kam. Im Herbst 1940 werden massenweise im Deutschen Reich Klöster aufgehoben. Im Frühjahr werden die Klöster der Ottilianer Kongregation aufgehoben. Der Reihe nach Königsmünster, Schweigelberg, dann die Erzabtei St. Ottilien. Also es war nur eine Frage der Zeit, wann Münster-Schwarzach dran ist. Der Abt und die rund 200 Mönche nutzen die verbleibenden Tage, um wertvolle Bücher, wichtige Dokumente und liturgische Kunstschätze an geheimen Orten zu verstecken. Die Nazi-Beamten stellen den gesamten Konvent auf den Kopf. Händeringend versuchen sie, Beweismaterial aufzustöbern, das eine Aufhebung der Abtei rechtfertigen könnte. –
Plötzlich hält ein Gestapo-Beamter dem Abt triumphierend kleine Bücher mit Hitlerwitzen unter die Nase, die ein Kollege Wochen zuvor im Kloster deponiert hat. Vorbereitet war nicht nur das Kloster, sondern vorbereitet war auch die Gestapo. Es war kurz vorher eine Luftschutzübung, wie überall im Reich. Und als jetzt plötzlich die Gestapo die Zellen durchsuchte, die Bibliothek durchsuchte, hat man Büchlein gefunden. Getarnt als Kräuterbüchlein. Und das waren Flüsterwitze gegen das Dritte Reich. Das waren regimekritische Werke. Das war das Entscheidende. Ja. Unterdessen erklingt noch immer das Warngeläut der Abteiglocken und ruft aus den Dörfern der Umgebung Hunderte von Bauern und Mägden, Hausfrauen und Handwerker zusammen. In Augenzeugenberichten ist zu lesen, zwischen 400 und 500 Menschen seien zur Abtei geeilt. Dort besetzen die Männer sämtliche Eingänge und schwingen drohend ihre Sensen und Mistgabeln. Mit allen Mitteln wollen sie verhindern, dass die Gestapo das Kloster in Beschlag nimmt und die Mönche verjagt. Die Reaktion war sehr heftig, kämpferisch geradezu. Auch die Frauen haben sich entsprechend geäußert. Eine Mutter warf ihr Mutterkreuz den Gestapo-Leuten vor die Füße. Es soll sogar der Ausdruck gefallen sein, wir packen euch und lassen und versaufen euch in der Schwarzach. Also wie dem auch sei, jedenfalls war eine geladene Atmosphäre, die allerdings dann etwas gemildert worden ist, dass irgendjemand anfing, den Rosenkranz zu beten. Und das hat dann doch eine gewisse Ruhe gebracht. Der Pfarrer von Sommerach ist gekommen. Der Pfarrer von Sommerach. Dennoch, die Leute blieben hier, harten aus und sahen eben das ganze Spektakel, das von der Gestapo durchgeführt worden ist. Und so steht man sich bis zum späten Abend feindlich gegenüber. Zu gerne hätten die Beamten die Bauern fortgejagt und die Abtei aufgelöst. Doch abgesehen vom Protest fehlte ihnen dazu auch der offizielle Befehl aus Berlin. Gegen 22 Uhr fährt die Gestapo unverrichteter Dinge zurück in die Polizeizentrale nach Würzburg. Die Leute blieben aber da. Es gibt einen bewegenden Nachtgottesdienst von Mönchen und vor einer vollen Kirche. Die müssen dann weggeschickt werden mit dem Hinweis, die Polizei ist weg. Nach einer kurzen Nachtruhe beginnt der kommende Morgen zunächst wie immer. Der Konvent ist gerade bei der Messfeier, als die Gestapo den überraschten Abt aus der Kirche holen lässt. Er soll umgehend die Gestapo-Zentrale in Würzburg aufsuchen. Dort teilt man Burkhard Utz unverblümt mit: Das Reichssicherheitshauptamt in Berlin hat mit sofortiger Wirkung die Aufhebung der Abtei angeordnet. Der Abt soll gefälligst seine Patres anweisen, sich noch am selben Tag in ein ferngelegenes Franziskanerkloster ins Exil zu begeben. Und jetzt kommt der große Auftritt vom Aburkat vor der Gestapo. Du weißt den Wortlaut noch? Ja, also er sagt, er kann es gar nicht verantworten. Vor der Geschichte auch hier sein Konvent in den Stich zu lassen. Und das würde er auch niemals machen. Also der Abt weigert sich, irgendetwas zu tun, um der Gestapo da zu helfen. Er wird dann in Würzburg einfach weggesperrt, ist also nicht mehr in der Abtei am 9. Der Gestapo-Chef ist bester Dinge. Ohne Abt dürfte der Widerstand im Kloster zusammenbrechen. Eilends trommelt man in Würzburg 60 schwer bewaffnete Beamte zusammen. Gegen 15 Uhr hält ein halbes Dutzend Polizeiautos vor der Abtei. Als das Großaufgebot gerade zum Klostersturm ansetzen will, empfängt es ein ohrenbetäubendes Sturmgeläut der Kirchenglocken. Und dieses ständige Geläute macht natürlich erstmal auch etwas unruhig, das war auch beabsichtigt, aber vor allem, es hat die Bevölkerung wachgerufen und löste dann ein weiteres Anschwellen der Bevölkerung aus. Haus läutete die Hausglocke. Ja, und dann kam doch die Hausglocke auch noch dazu. Also es muss ein recht makabres Konzert gewesen sein. Doch dieses Mal lässt sich die Gestapo von der hinzuströmenden Bevölkerung nicht beirren und befiehlt, die Patres sollen nur das Nötigste packen und zur Pforte eilen. Als man sie dort in Polizeiautos verfrachtet, protestiert die Menschenmenge.
Irgendeiner von diesen Gestapo-Leuten muss gesagt haben zu der Bevölkerung, seid doch froh, dass dieses Lumpenpack jetzt endlich verschwindet. Und da haben die Leute aus der Bevölkerung aus gesagt, ihr seid doch eigentlich die Lumpen. Die Leinbrüder sollen in der Abtei bleiben und den Klosterbetrieb aufrechterhalten. Als Arbeiter in der Landwirtschaft und im Handwerk. Doch ein Dutzend alter und behinderter Brüder, die im Kloster zu nichts mehr Nütze sind, müssen die Abtei verlassen und fortan selber zusehen, wo sie ihren Lebensabend verbringen. Ein Pater war der Gestapo jedoch entschlüpft. Im Verborgenen sollte er für den Fortbestand des Klosters weiterkämpfen. Wir blicken nun Richtung Schwaben, zum ehemaligen Kloster Irsee. Was von außen eine friedliche Idylle verspricht, entwickelt sich im Zuge der Kriegsjahre zu einem regelrechten Horrorhaus. 24 Nonnen vom Orden der Barmherzigen Schwestern aus Augsburg werden hier seit Sommer 1940 in tiefste menschliche Abgründe mit hinabgezogen. Ihr Arbeitsplatz, die Heil- und Pflegeanstalt im säkularisierten Kloster Irsee, wird infolge eines geheimen Führererlasses zur Drehscheibe bayernweiter Euthanasietransporte. Treibende Kraft ist Anstaltsdirektor Valentin Feitelhauser. Ab August 1940 transportiert man aus ganz Süddeutschland tausende geistig und körperlich behinderte Männer, Frauen und Kinder in die Psychiatrie von Kaufbeuren und seine Zweigstelle im Kloster Irsee. Dort haben die Nonnen sie zu pflegen und zu umsorgen, während Mediziner mit der Selektion beginnen. Der Grad der Arbeitsfähigkeit, aber auch der Grad der Pflegebedürftigkeit. Das waren die beiden Auswahlkriterien, nach denen die Patienten ausgewählt wurden, ob sie verlegt werden oder nicht. Wer dauerhaft pflegebedürftig ist, gilt als lebensunwert und soll in der Tötungsanstalt Grafeneck vergast werden. Die Ordensschwestern weiht man nicht ein. Über allem schwebt ein dunkles Geheimnis. Als zu den Nonnen erste Gerüchte durchdringen, verordnet ihnen die Direktion absolutes Stillschweigen. Sie sollen wie gehabt ihrer Arbeit nachgehen, was bedeutet, den Patienten beim Waschen, Anziehen und Essen helfen und sie zu den Todesbussen begleiten. Schweigend verrichten die Schwestern ihren Dienst. Gehorsam ist schließlich ein Gebot, das sie als Ordensfrauen zutiefst verinnerlicht haben. Rund 40 Jahre später interviewt ein Radioteam die letzten noch lebenden Zeitzeuginnen. Eine Nonne erinnert sich, welche Patienten zuerst selektiert wurden. Also die ersten, das waren lauter gute Kranke, ruhige, nette Leute. Die haben uns so leid getan. Ältere Leute, halt lauter ältere Leute, aber brave, ruhige Menschen. Über deren Schicksal bekommen die Nonnen Gewissheit, als sie nach einigen Wochen Kisten mit der schmutzigen Wäsche der Patienten erhalten. Da war alles drin dann. Die Kleider, die gesamte Wäsche und Kleider. So wie man es ihnen am Boden, also wenn sie es tot am Boden liegen, haben sie es so runtergezogen. Wie sie es runtergezogen haben, so haben wir die Kisten gekriegt mit allem. Also das hat gestunken nach Gas. Richtig gestunken hat es, wissen Sie. Unter den Todeskandidaten sind auch psychisch Kranke. Einige ahnen, was ihnen droht. So erinnert sich eine der Nonnen, wie sie von einer als depressiv eingestuften Patientin als Handlangerin in der Tötungsmaschinerie beschimpft wird. Die war böse zu uns. Die hat es geahnt und hat gesagt, ihr seid Mörderinnen, ihr bringt uns um. Die waren körperlich gesund. Die hat man einfach weggeräumt. Viele Schwestern plagt das Gewissen. Wo bleibt die Nächstenliebe, wenn man schweigend und gehorsam den Tötungsanstalten zuarbeitet? Sie lebten mit den Patienten. Es war eine andere Art von Beziehung. Und es waren natürlich auch die einzigen Menschen außer ihren Mitschwestern, mit denen sie Beziehungen hatten. Ihre Oberin, Schwester Irmengard,
fasst sich ein Herz und beantragt beim Augsburger Bischof die Kündigung ihres Pflegeauftrages. Die Nonnen wollen nicht mehr in Irsee bleiben, sondern zurück ins Mutterhaus nach Augsburg. Doch das bischöfliche Ordinariat möchte keinen Ärger mit den Behörden und beschwichtigt die Nonnen, nein, es sei keine Beteiligung an Verbrechen, die Behinderten zu den Bussen zu bringen, sondern ein notwendig gewordener Liebesdienst. Gegen die Anweisung des Bischofs wagt die Oberin dann doch nicht aufzubegehren. Und so bleibt für die Nonnen erst einmal alles beim Alten. Das zeigt für mich, dass die Schwestern wirklich in einem schwersten inneren Konflikt waren. Michael von Kranach war bis 2006 Direktor des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren. Seit Jahrzehnten erforscht er Verbrechen in der Psychiatrie im Nationalsozialismus. Die Archivarin Petra Schweitzer unterstützt ihn bei den Recherchen. Sie verwaltet die Akten der Euthanasieopfer. Am Schicksal der Patientin Walburga Kessler untersuchen sie, was sich hinter den Mauern von Irsee ereignete. Wie man das systematische Töten von Behinderten in den medizinischen Alltag integrierte und was die Nonnen unternahmen, um ihre Schützlinge zu retten. Die Frau Kessler ist zu einem Zeitpunkt in die Anstalt Kaufbeuern gekommen, wo noch Transporte in die Gasanstalten, also nach Hartheim oder Grafeneck, stattgefunden haben. Sie ist im April 1941 gekommen und der letzte Transport, der weibliche Patienten von Kaufbeuern weggebracht hat, war am 8. August 1941. Walburga hat zunächst Glück. Die Euthanasietransporte werden auf höchsten Befehl eingestellt. Das verdankt sie vor allem ihm, dem einflussreichen Bischof von Münster, Clemens Graf von Galen. Er verurteilt bei einer Predigt im August 1941 Hitlers unmenschliche Euthanasielehre. Die behauptet, man dürfe sogenanntes lebensunwertes Leben vernichten, also unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert. Eine furchtbare Lehre, die die Ermordung der nicht mehr arbeitsfähigen, Invaliden, Krüppel, unheilbar Kranken und Altersschwachen grundsätzlich freigibt. Die Predigten Galens bewirkten in der Tat, dass die NS-Machthaber zunächst einmal zurückschreckten. Das heißt, man möchte nicht in Konflikt mit der einheimischen Bevölkerung kommen. Schließlich brauchte Hitler in Kriegszeiten den uneingeschränkten Rückhalt an der Heimatfront. Mit sofortiger Wirkung ließ er daher die Euthanasietransporte einstellen. Walburga kann somit in der Pflege- und Heilanstalt bleiben. Doch der Leiter von Irsee, Valentin Faltelhauser, will Karriere machen und experimentiert mit neuen Tötungsmethoden. Dabei lässt er den Nonnen eine perfide Schlüsselrolle zukommen. Wir schauen weiter Richtung Osten, zum 1200 Jahre alten Kloster Metten. Während der Hitler-Diktatur stand ihm ein Abt vor, der nicht nur in seinem Konvent die unchristliche Ideologie des Nationalsozialismus kritisierte, sondern im Verborgenen die militärische Opposition gegen Hitler unterstützte. Sein Name? Corbinian Hofmeister. Seine Geschichte? Abenteuerlich. Und beinahe vergessen. Zu gerne würde Wolfgang Hagel, der heutige Abt von Metten, mehr über seinen Vorgänger erfahren. Abt Corbinian ist 1966 gestorben, ist hier bestattet worden. Er hat also noch 21 Jahre das Dritte Reich überlebt, aber er hat leider nichts hinterlassen, nichts zu Papier gebracht. Wir wissen im Grunde ganz wenig über seine Zeit im Dritten Reich, im Widerstand in Berlin und im KZ in Dachau. Neben seiner Tätigkeit als Abt saniert Corbinian Hofmeister auch zwei Abteien in Tschechien, die in Finanznot geraten sind. Regelmäßig fliegt er nach Rom, um der Kurie Bericht zu erstatten. Seit 1939 nutzt er seine Romreisen auch dazu, den deutschen militärischen Widerstand zu unterstützen. So leitet er bei seinen Besuchen im Vatikan geheime Unterlagen des Militärs an Papst Pius XII. Weiter. Um welche Geheimdokumente handelt es sich? Und welche Rolle spielt der Papst innerhalb des Widerstandes der deutschen Wehrmacht?
Abt Wolfgang hat im Klosterarchiv keine Unterlagen zu Abt Korbinians Tätigkeit im Untergrund finden können. In der Bibliothek unterstützt ihn der Historiker und Mitbruder Stefan Hering bei der Spurensuche. Erste Hinweise finden Sie in einer historischen Ausgabe der Klosterzeitschrift Alt und Jung Metten. Darin erzählt der vielleicht engste Vertraute Abt Korbinians, ein Leutnant namens Josef Müller: Als ich im Jahr 1939 im Auftrag des Generalobersten Beck, des Leiters der deutschen Militäropposition, den Auftrag übernahm, bei Papst Pius XII. Anzufragen, ob er bereit sei, für das anständige Deutschland den Kontakt mit der englischen Regierung herzustellen, da war Abt Korbinian häufig mein Begleiter in Rom. Nach offizieller Lesart ist Josef Müller in seiner Funktion als Agent der militärischen Abwehr unterwegs. Abt Korbinian soll ihn unterstützen, als Türöffner zum engsten Beraterkreis um Pius XII. Der Papst, so die Strategie, soll als Vermittler wirken für das eigentliche Ziel der Mission, mit den Alliierten in Verhandlungen zu treten. Die Gruppe Josef Müller hatte die Aufgabe, über den Vatikan Kontakt zu den Briten herzustellen, um es den Briten zu signalisieren, es gibt auch ein besseres Deutschland, mit dem man den Frieden schließen könnte. Und auch Vertrauen bei den Briten dadurch zu gewinnen, dass über diesen vertrauenswürdigen Kanal Heiliger Stuhl Vatikan die Beziehung eingefädelt wird. Grundlage für Friedensgespräche: Adolf Hitler und seine Vertrauten müssen weg. Mit Vertretern der Kurie sondieren Müller und Hofmeister zunächst die Aussicht, ob der Papst ein Attentat auf den Führer gutheißen würde. In der Abtei Metten finden sich keine weiteren Details über Abt Korbinians Geheimtätigkeit in Rom. Doch die Münchner Hans-Seidel-Stiftung bewahrt den Nachlass von Josef Müller auf. Pater Stefan Hering setzt hier die Spurensuche fort. Ja, hier sind die Personen vereinigt, die man dann auch die Schwarze Kapelle genannt hat, also der militärische Widerstand gegen Hitler, die Personen Canaris, Oster, Korbinian, Hofmeister eben auch. Kopf der Schwarzen Kapelle ist Admiral Canaris, der Leiter des militärischen Geheimdienstes der Wehrmacht. General Hans Oster, seine rechte Hand. Bei ihm liefen alle Fäden der Geheimoperation zusammen. Die Verschwörer und der Papst kennen sich seit den 20er Jahren, als dieser noch Nuntius in Berlin war. Dort traf man sich gerne zu gemeinsamen Ausritten im Stadtpark. Im Kriegsjahr 1940 gab sich Pius XII. Vor allem eines: diplomatisch. Der Papst, der in erster Linie Oberhaupt der Kirche ist und der Katholiken in aller Welt, musste sich politisch neutral verhalten. Das heißt, er konnte sich nicht auf eine bestimmte Seite der militärischen Kontrahenten schlagen, öffentlich. Im Januar 1940 werden die Putschpläne konkret. Abt Korbinian und Josef Müller übergeben in Rom einem Vertrauten des Papstes Geheimdokumente der Militärs. Anfang Februar bestellt Pius XII. Den britischen Botschafter zu einer Audienz in den Vatikan und weiht diesen in die Putschpläne gegen Hitler ein. Um Vertrauen aufzubauen, nennt er in Abstimmung mit Canaris Geheiminformationen zur geplanten Westoffensive. Der britische Botschafter Darcy Osborne telegrafiert sogleich an den König und an die Regierung in London. Doch die Zeit, wo man hätte durchdringen können, war doch sehr knapp, weil die militärischen Erfolge, die Hitler zu Beginn des Kriegs erzielt hat, dann eigentlich die Briten vorsichtig gestimmt haben. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass die Militärs gegen den erfolgreichen Oberbefehlshaber opponieren würden. Und so wird im Kriegsjahr 1940 der geplante Umsturz auf Eis gelegt. An den Attentatsplänen hält die Schwarze Kapelle unbeirrt fest. Zurück zum Kloster Münster-Schwarzach. Es ist der 11. Mai 1941, der zweite Tag nach der Aufhebung. Die Glocken schweigen. Und doch strömen Hunderte zur Kirche, unter ihnen ungewöhnlich viele Jugendliche.
Sie wollen mit den verbliebenen Brüdern den Gottesdienst feiern. Doch die Kirche ist zugesperrt. Unter den beobachtenden Blicken der Gestapo sammeln sich immer mehr Menschen vor der Abtei. Zusammengetrieben durch Flugblätter, die im ganzen Umland verteilt sind. Der Protest der Bevölkerung endete natürlich nicht mit der Aufhebung am 9., sondern er ging weiter. Er ging aber vor allem weiter in der katholischen Jugend der Diözese. Und die kamen von Würzburg aus mit den Fahrrädern und formierten eine Widerstandsbewegung. Mit Flugblättern und Handzetteln versuchen sie, den Protest aufrechtzuerhalten. Einer dieser Handzettel befindet sich im Klosterarchiv. Seine Botschaft lautet: Wollt ihr euer Kloster wiederhaben? Dann auf zum Gottbekenntnis nach Münster-Schwarzach am 8. Juni 41. Derartige Flugblätter werden bis zum Kriegsende gedruckt und verteilt. Welches Risiko die Jugendlichen dabei auf sich nehmen, zeigt das Schicksal von Pater Sales Hess, den die Gestapo ins KZ Dachau deportiert hat. Pater Sales druckt noch am Abend der Aufhebung heimlich einen Rundbrief an die Freunde der Abtei. Mithilfe der katholischen Jugend in Würzburg wird dieser an 16.000 Haushalte verschickt. Rundbriefe und Flugblätter machen publik, was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte. Die Aufhebung von mehreren hundert Klöstern im Reich. Doch nur wenige Bischöfe erheben mutig ihre Stimme. Unter ihnen Matthias Ehrenfried von Würzburg und der Bischof von Münster, Clemens Graf von Galen. Ihre Hirtenbriefe werden im Sommer 41 bei Sonntagsmessen vorgelesen und sorgen für derart viel Unmut, dass Adolf Hitler am 30. Juli verfügt, die Klosteraufhebungen sind mit sofortiger Wirkung einzustellen. Im Kloster Irsee hatte ein anderer Hirtenbrief von Galens die Einstellung der Euthanasietransporte bewirkt. Doch damit sollte die systematische Ermordung von Menschen mit Behinderung nicht enden. Im Gegenteil. Das Töten wird nur verlagert. Und zwar mitten in die Arbeitswelt der Nonnen. So erhielten die Schwestern im Herbst 42 von der Direktion die Order, all jenen Patienten, die nicht mehr arbeitsfähig waren, nahezu totgekochtes Essen vorzusetzen. Die Nonnen sollten ihren Patienten nicht nur diese nährstofffreie Nahrung servieren, sie sollten diese auch in der Klosterküche zubereiten. Ordensschwester Felix ist eine der Köchinnen von Irsee. In ihrer Zeugenaussage nach dem Krieg erklärt die Nonne, sie habe für Schwerbehinderte eine spezielle Entzugskost zu kochen gehabt, die sogenannte E-Kost. Woraus diese bestand, erläutert sie Jahrzehnte später in einem Hörfunkinterview. Die Kranken, die kriegen jetzt also Spinat in Wasser gekocht und alles Gemüse in Wasser gekocht. Kein Fleisch, keine Eier, nichts mehr. Also nur gekochtes Gemüse in Wasser und Salz. Kein Fett, nichts darf hin. Auf dem Wochenplan stehen meist Kraut, Rüben und Kartoffeln, die 20 Stunden köcheln, bis sie zur E-Kost verkocht sind. 3 Wochen lang beugen sich die Nonnen dem Diktat. Dann bedrängen sie ihre Oberen, erneut mit Kündigung zu drohen. Die Verwaltung lenkt schließlich ein. Fortan erhalten die weiblichen Patienten zusätzlich 100 Gramm Brot am Tag. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Wie hat der Körper von Walburga auf die konstante Mangelernährung reagiert? In ihrer Akte befindet sich eine Gewichtsliste. Für die Jahre 1942 bis 1944 belegt sie, die zierliche Frau wog gerade einmal 26 bis 30 Kilogramm. Dieses Gewicht bleibt eigentlich konstant. Das heißt, sie ist nicht Opfer der Hungerkost. Jemand hat anscheinend dafür gesorgt, dass Walburga zusätzliche Kalorien erhielt. In ihrer Zeugenaussage gibt Küchennonne Felix 1949 zu Protokoll: Es trifft indes zu, dass mich Inspektor Frick wiederholt ausgezankt hat, wenn er mich dabei erwischt hat, wie ich Fleischsuppe in die E-Kost mitverkocht habe.
Frick drohte dabei auch an, dass er nicht mehr so viel Knochen in die Küche geben lassen werde, wenn ich nicht aufhören würde, den E-Kost-Empfängern Fleischsuppe zukommen zu lassen. Die Verwaltung von Irsee zeigt für die Nächstenliebe der Nonnen kein Verständnis. Und so ersinnt der medizinische Direktor, Valentin Feitelhauser, ein zuverlässigeres Tötungsinstrument. Gift. Wie ging es nun im Donaukloster Metten weiter, nachdem der geplante Militärputsch erst einmal auf Eis gelegt wurde? In der Abtei ist jetzt Abt Korbinian häufiger anzutreffen. Nach außen hin nimmt alles seinen gewohnten Gang. In die Tätigkeit ihres Abtes innerhalb der Schwarzen Kapelle sind die Mönche nicht eingeweiht. Auch die örtliche Gestapo ist ahnungslos. Man glaubt, das Kloster sympathisiere mit dem System, da Mitte der 30er Jahre zahlreiche Mönche einen Regierungsvertreter durchaus parteikonform empfingen. Die Haltung der Ordensleute, Nonnen und Mönche war am Beginn der Bewegung von großer Sympathie getragen. Hitler hat in seiner Reichstagserklärung im März 1933 verkündet, dass er als eine der Säulen seines Staates die zwei christlichen Konfessionen, also katholisch und evangelisch, sehen werde. Und das hat natürlich also unglaublich großen Anklang gefunden. Doch anders als seine Mönche verabscheut der Abt von Metten bereits von Anfang an den Nationalsozialismus. Im engsten Kreis macht er keinen Hehl aus seiner Ablehnung gegenüber dessen völkischer Ideologie. Als einmal Baldur von Schirach die Mitglieder der Hitlerjugend in der Klosterschule besucht, widerstrebt es Korbinian zutiefst, dem Reichsjugendführer die Abtei zu zeigen und stellt ihm einen Mönch zur Seite. Das war natürlich an einer kirchlichen Schule schon eine besondere Situation damals, dass man nebeneinander kirchliche Jugendarbeit hatte und gleichzeitig aber auch die Hitlerjugend eingerichtet sein musste. 1936 beginnt das NS-System, die Masken fallen zu lassen und die Kirchen als ideologische Konkurrenz offen zu bekämpfen. Zunächst werden die Klosterschüler in die HJ gezwungen. Ein Jahr später ordnet das Bayerische Kulturministerium die Verstaatlichung aller Klosterschulen an. Das heißt, Entfernung von Schulkreuzen, Anbringung von Führerbildern. Es geht darum, dass man ganz generell Veranstaltungen der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädels an einem Sonntagvormittag, also zum Zeitpunkt des Sonntagsgottesdienstes, abgehalten hat. Mit Kriegsbeginn müssen die Mönche im Kloster enger zusammenrücken. Zuerst werden Volksdeutsche aus der Aktion Heim ins Reich einquartiert. Dazu kommen Kinder aus bombardierten Städten im Zuge der Kinderlandverschickung. Schließlich mietet die Wehrmacht ganze Gebäudetrakte an zur Unterbringung von Reservesoldaten. Doch plötzlich, im April 1943, erschüttert eine Hiobsbotschaft den Konvent. Abt Korbinian Hofmeister wird verhaftet und ins Gestapo-Gefängnis nach Berlin verschleppt. Nach Monaten der Isolationshaft überstellt ihn die Gestapo im Frühjahr 1944 ins KZ Dachau. Der Grund? Ein Mitglied der Schwarzen Kapelle wurde festgenommen und hatte unter Gewaltandrohung die Namen sämtlicher Mitverschwörer preisgegeben. Auch den von Korbinian Hofmeister. Wir schauen noch einmal Richtung Münster-Schwarzach. Nach der Klosteraufhebung bleiben rund 50 Laienbrüder in der Abtei. Zu ihnen gesellt sich noch ein Geistlicher, Pater Theophil. Er soll den staatlichen Verwalter unterstützen. Der staatliche Verwalter, der kam, hat sich da drüben in der Verwaltung alle Papiere anzuschauen versucht. Was nicht so einfach war. Denn von den zahlreichen Werkstätten und Wirtschaftsbetrieben des Klosters hatten sich über die Jahre hinweg gewaltige Aktenberge angesammelt. Im Grunde hat der Pater Theophil nach wie vor
hier das Kommando gehabt, weil er durchgeblickt hat über das, was da passiert. Der Südbau der Abtei. Hier war das Lazarett untergebracht. Schätzungsweise 100 bis 200 Soldaten. Und zwar vor allem solche, die Kopfschüsse hatten. Es müssen sich also furchtbare Szenen abgespielt haben durch diese Leiden dieser armen Menschen. Also es war so eine Art mittleres Krankenhaus. Aber das hat dann die besondere Stellung dieses Hauses auch vor der Partei und anderen Behörden der Regierung geschützt auch wieder. Es war ja gleichsam im Bereich des Militärs, der Militärgerichtsbarkeit auch. Neben dem Lazarett sicherten auch rund 150 Mönche, die als wehrpflichtige Soldaten ihren Heimaturlaub im Kloster verbrachten, den Fortbestand der Abtei. Ihr selbstbewusstes Auftreten in Uniform wirkte abschreckend. Es gab Versuche der Partei, das Lazarett zu vertreiben und das für die Partei zu übernehmen. Ja, eine HJ-Burg sollte da entstehen. Die Kirchtürme wollte man kappen und lauter solche Spinnereien. Also es hätte sich ganz anders entwickeln können. Denn Konfliktpotenzial gab es zu Genüge. So ließ der staatliche Verwalter einen der Brüder inhaftieren, weil dieser sich weigerte, den Hitler groß zu machen. Insgesamt 14 Tage kam er in Haft. Nach seiner Freilassung empfingen ihn die Mitbrüder wie einen Helden und feierten seine Standhaftigkeit im Glauben. Im einstigen Kloster Irsee finden sich noch heute Spuren aus den Tagen der Euthanasie und ebenso Zeugnisse des katholischen Glaubens, der auch in der Heilanstalt allgegenwärtig war. So dürfen die Nonnen an christlichen Feiertagen ihren Schützlingen besseres Essen kochen. Mit vielen kleinen Extras gelingt es ihnen, zumindest die weiblichen Patienten, vor dem Hungertod zu bewahren. Doch damit durchkreuzen sie die Pläne des Direktors, der lieber Tötungserfolge nach Berlin melden würde. Im Sommer 1944 engagiert Faltelhauser eine skrupellose Krankenschwester aus Berlin, die schließlich den Tod in die Frauenabteilung trägt. Pauline Kneißler hat zuvor in mehreren Tötungsanstalten des Reichs gearbeitet. Vor ihren Giftspritzen ist niemand sicher. Selbst Kriegsinvaliden nicht, erinnert sich eine Nonne. Die hat der Schwester einmal selber erzählt, dass sie jetzt gerade 8 Soldaten weggespritzt hat. Die sind dann weggestorben wie die Flüge. Also so Beinamputierte und Doppeltamputierte. Die hat sie alle weggekramt. Im Juli 1944 ist auch Walburgas Schicksal besiegelt. Sie wird auf die Tötungsstation von Pauline Kneißler verlegt und stirbt am 31. Juli an einer Überdosis Luminal. Um den Mord zu vertuschen, schickt man ihrer Familie 2 Telegramme und behauptet, ihre Tochter sei an einer Infektion lebensgefährlich erkrankt und daran gestorben. Walburga Kessler ist eine der rund 1200 Patienten, die in der Pflege- und Heilanstalt Irsee ermordet wurden. Das Gräberfeld mit den Kreuzen hat man in den 1980er Jahren eingeebnet. Doch die Nonnen können sich ein Leben lang an Details erinnern, die sie lieber vergessen hätten. Jedes hat mit sich selber da zu ringen gehabt, weil es uns schwer gefallen ist, über die ganzen Sachen, schweren Sachen da zu sprechen. Jeder hat geschaut, dass so drüber weggekommen ist. Wir haben wirklich nichts mehr wissen wollen. Das Gedenken an Walburga Kessler und ihre Leidensgenossen möchten Michael von Kranach und Petra Schweizer hingegen wachhalten. Und damit auch die Erinnerung an jene Nonnen, die versuchten zu helfen, wo sie konnten, die sich aber letzten Endes nicht trauten, laut und entschieden Nein zu sagen. Im Konzentrationslager von Dachau wurde im Frühjahr 1944 Corbinian Hofmeister interniert. Als Sonderhäftling des Führers war der Abt von Metten nicht im berüchtigten Priesterblock festgesetzt, sondern im abseits gelegenen Lagergefängnis. Die Zelle Nummer 35, in der Abt Corbinian ein Jahr lang inhaftiert war, ist heute noch erhalten. Sie befindet sich in dem Trakt für geistliche Sonderhäftlinge, die das Privileg besaßen, sich in Gemeinschaftszellen zu treffen. Unter ihnen illustre Namen wie Pastor Niemöller, Domkapitular Neuhäusler sowie Michael Höck,
Redakteur der Münchner Kirchenzeitung. Über ihre gemeinsame Haftzeit in Dachau verfasste Michael Höck einen längeren Bericht. Darin erzählt er, sie hätten die Erlaubnis erhalten, gemeinsam Gottesdienst zu feiern und Päckchen gefüllt mit Lebensmitteln, Büchern und Zigaretten zu empfangen. Vor allem Abt Korbinian erhielt reichlich Post. Viele Liebesgaben nahm er nur in die Hände, um sie an andere Häftlinge weiterzugeben, erinnert sich Höck. Solche Privilegien erhielten Häftlinge, die das NS-Regime für besonders wertvoll hielt, um mit ihnen zum Beispiel Gefangene auszutauschen. Doch als politischer Gegner Hitlers rechnet Abt Korbinian stündlich mit seiner Hinrichtung. Hinzu kommt der Psychoterror aus dem Gefängnishof, wo man täglich Gefangene an der KZ-Mauer erschießt. Dann allerdings, am 5. April 1945, öffnet ein Gestapo-Beamter die Haftzelle und fordert Abt Korbinian und Michael Höck auf, sie sollen ihre Sachen packen und mitkommen. Die beiden rechnen mit dem Schlimmsten. Doch statt zur Erschießungsmauer werden sie zum Lagertor geführt, wo man die verblüfften Geistlichen in die Freiheit entlässt. Das Bayerische Hauptstaatsarchiv in München bewahrt den Entlassungsschein von Korbinian Hofmeister auf. Wer ihn aus dem KZ gerettet hat und warum, bleibt bis heute im Dunkeln. Nach seiner Entlassung eilt der Abt sogleich nach Metten, um sein Kloster sicher durch die letzten Kriegstage zu führen. Als erste Amtshandlung öffnet er die Abteipforten und gewährt der Bevölkerung Schutz vor den Alliierten. Seine Sorge erweist sich als unbegründet. Der Marsch der Amerikaner durch Franken verläuft glimpflich. Doch der Krieg verlangt auch Opfer. 7 Mönche aus Metten lassen an der Front ihr Leben. Und Abt Korbinian? Er leitet noch 21 Jahre die Abtei. Über die schwarze Kapelle verliert er zeitlebens kein einziges Wort. Die Traumata der Diktatur vergessen, das möchte man auch in der Abtei Münster-Schwarzach, wo 55 Soldatenmönche im Krieg starben. Die Alliierten machen die Aufhebung der Klöster binnen weniger Tage rückgängig. Und so können bereits am 16. April 1945 der Abt und die Patres von Münster-Schwarzach in die Abtei zurückkehren. Begleitet vom Jubel der Bevölkerung.